Der von Dungeons & Dragons inspirierte Titel von N-Space und Digital Extreme, Sword Coast Legends, soll nicht nur alte D&D-Hasen mit diesem Spiel fesseln, sondern auch ein ganz neues Erlebnis mit sich bringen. Und so viel kann man schon einmal verraten, eines davon trifft auf jeden Fall zu. A relic said to contain a mote of Sehanine's divine power. The Moon Tear was hidden by the elves, but not forgotten. A century ago, two brothers, one gentle and scholarly, the other brash and courageous. Die Story beginnt mit einer Erzählung über eine sehr alte Gilde, der brennenden Dämmerung, die es sich damals zum Ziel gemacht hat, das Böse zu bezwingen und ein altes Relikt der Elfen zu finden. Mit den Jahren aber gerät dieser Beweggrund, der zur Gildengründung geworden ist, mit der Zeit an Bedeutung. Und heute bildet die Gilde ein eher schwaches Licht der damals so leuchtenden Vereinigung. Both brothers were lost. And the Guild's original purpose was lost with them. Die Mitglieder beschützen Karawanen und machen alles für ein wenig Gold. Inzwischen plagen alle Mitglieder der Gilde schreckliche Albträume und alle spüren, dass etwas Schlimmes im Gange ist. Und als genau solch einer dieser Mitglieder der Gilde startet ihr euer Abenteuer. Dabei kann man eine Vielzahl an Rassen, Klassen und Eigenschaften wählen. Die Talentbäume unterscheiden sich grundlegend, was schon einmal nicht genau nach Dungeons & Dragons aussieht. Auch der Cooldown von Zaubern ist nicht das, was man von damals gewöhnt war. Man kann eine Menge einstellen, zugegeben, doch prägnante Inhalte, die eben in der D&D-Szene als gewohnt galten, sind hier nicht zu finden. Und gerade wenn man alte Hasen dieses Spiels vor dieses Werk zerren will, sollte man auch diejenigen etwas entwickeln lassen, die auch in der Materie sind. Das ist hier leider nicht zu spüren. Trotz allem hat man sich hier sehr große Mühe gegeben. Die Grafik ist sehr ansehnlich und die Kameraführung und das Kampfsystem lässt sich hervorragend spielen. Allerdings hat man mit der Klasse Dieb so gut wie verloren, da diese Klasse hier nicht nur sehr leicht Schaden nimmt, sondern zudem nur noch wenig bis kaum davon verteilt. Doch das Fallen aufspüren und das Finden von Geheimtüren macht sehr viel Spaß. Und ja, man merkt deutlich, dass dieses Spiel von Dragon Age inspiriert ist. Die Zwischenszenen und Dialoge sind sehr gut umgesetzt und sehr gut ins Deutsche übersetzt. Selbst die englischen Stimmen klingen passend. Der Editor-Modus, mit dem man in die Rolle eines Spieleleiters schlüpft, bringt für sich und seine Freunde, mit denen man spielen kann, zwar Abwechslung, jedoch kann man hier komplexe Missionen und Kampagnen eher nicht erstellen. Im Prinzip stellt man sich ein beschauliches Plätzchen her und wirft so viele Monster, wie es nur eben geht, vor die Füße der Mitspieler. Aber witzig ist es allemal. Tatsächlich würde man sagen, dass wir hier einen schönen anzusehenden Titel haben. Ein Rollenspiel, was Spaß macht und auch alles mit sich bringt, was ein Rollenspiel haben muss. Das Kernproblem ist aber, dass gesagt wurde, eine neue Art von Dungeons & Dragons zu schaffen. Und genau das hat nicht funktioniert. Daher bringt das Spiel für eingefleischte Fans des Pen-and-Paper-Game eher Enttäuschungen mit sich.